Ja, ich genieße auch gerade das Wetter hier. Das ist echt genial mit der Sonne. Super schön. Heute Morgen war es noch etwas trübe. Da war ich mir nicht ganz sicher, ob das Wetter wirklich schön wird. Auch die letzten Tage waren jetzt nicht ganz so schön. Aber kaum auf dem Wasser und die Sonne kommt raus. Absolut klasse. Und auch hier die Natur. Richtig schön. Ich drehe mal ein bisschen, dann seht ihr auch den Baum hier. Super. Überall Schwäne, Gänse. Sehr schön. Ja, im Moment komme ich ganz gut voran, habe ordentlich Strömung. Es ist zwar ziemlich zugewachsen mit irgendwelchem Seegras, das verlangsamt den Fluss natürlich so ein bisschen, aber das macht nichts. Also es ist einfach nur herrlich mit so einem Packraft bei so einem schönen Wetter durch die Gegend zu schippern. Brillant. So, da vorne wird es, glaube ich, wieder etwas flacher. So, jetzt nehmen wir Fahrt auf. Unter dem Baum durch. Ich hoffe, das passt auch alles. Ja. Yes. Ach, das ist so entspannt mit dem Ding jetzt. Optimales Wetter. Schöne Natur. Und einfach ganz gemütlich hier auf dem Fluss fahren. Also, wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann geht wirklich auf den Packraft Store. Leiht euch mal so ein Ding zum Testen. Ich kann die Leute nur empfehlen, die sind super kompetent. Für jede Frage eine gute Antwort. Immer hilfsbereit. Also, die kann ich wirklich nur empfehlen. Thank you.
So, jetzt gibt's gleich Schwanattacke. Ja. Hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ja, aber der zweite kommt schon näher. Aber Flüge sind unten. Interessiert ihn, glaube ich, auch nicht. Ciao! Das ist so herrlich. So ein Packraft ist einfach klasse. Leiht euch mal so ein Ding aus, wenn ihr keins kaufen wollt, weil teuer sind sie schon. Aber das muss man auf jeden Fall mal gemacht haben. So, da vorne erkenne ich auch schon die Brücke. Das heißt, kurz danach geht's für mich rechts raus. Und ja, ich hoffe, dir hat ja die kleine Tour gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Tour wieder dabei bist. In diesem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.